So, hallo ihr Lieben, Christian Schmeier, Paartherapeut, Beziehungscoach, anderweitiger Coach in vielen Stellen in Deutschland und ja, diesmal Vlog rund um die Themen Dating, Beziehung, Liebe. Kurse werden teurer nächstes Jahr, denkt noch dran, wenn ihr da noch zuschlagen wollt. Und ja, heute haben wir mal wieder so eine Beziehungsgeschichte, jetzt nicht so mal ein bisschen normaler, ist nicht so hochtoxisch, geht so um Kompatibilität und ja, ist vielleicht ganz spannend für den einen oder anderen. Lieber Christian, ich bin jetzt über ein Jahr mit meinem Partner zusammen. Er ist älter, anderer Kulturkreis, hat auch schon Kinder, hat Schulden. Seine Ehe ist schon seit einigen Jahren geschieden, aber die beiden, ja, gibt scheinbar noch viel Themen zwischen denen. Ja, also würde ich mal sagen, jetzt, klar, schon mal gleich sicherlich Rahmenbedingungen, die, ja, gut, aber gut, jeder hat seine Themen, ne? Die nicht ganz einfach sind, aber gut, ist ja nicht ungewöhnlich, jetzt so eine Lebensmittel. Also nicht die besten Startbedingungen. Nachdem wir etwa ein paar Wochen zusammen waren, hat einen gut bezahlten Job verloren, war dann arbeitslos und ist jetzt aber wieder in einem anderen Job. Ja gut, das sind alles so Risikofaktoren, ne? Arbeitslosigkeit, Altersunterschied kann auch ein Risikofaktor sein. Also Risikofaktor heißt immer, es kann sein, es muss nicht sein, ne? Aber also einfach alle Sachen, die mehr Stress und mehr Unruhe reinbringen, können halt ein Problem sein, ne? Sein Job verlangt von ihm, dass er sehr viel unterwegs ist und darunter leidet unsere Beziehung. Während der Arbeitslosigkeit habe ich ihn sehr unterstützt, das schätzt er, aber ich habe das Gefühl, dass es eher einseitig ist. Er hat sich immer bedankt, aber die tatsächliche Wertschätzung ist für mein Gefühl zu gering ausgefallen. Ja, einerseits sollte man natürlich nur Sachen machen, aber das ist immer so schön gesagt, ne, die man jetzt sozusagen von Herzen gibt und erwartet nicht zwingend was zurück, aber mir ist schon klar, dass das, dass wir da noch nicht sind, so. Und natürlich, ja, wenn man unter Umständen toxische Dynamiken vermeiden will, sollte man natürlich sehen, das sage ich ja mal wieder, dass es ausgeglichen ist, ne? Insofern, alles gut. Wenn er unterwegs ist, ist er natürlich am Arbeiten und er arbeitet viel, hat kaum Pausen. Wenn er da ist, ist er gestresst. Die Beziehung kommt da zu kurz. Wir haben gerade die Zeit von Corona und vielleicht führt das auch dazu, dass wir gerade nicht wir selbst sind. Vielleicht passen unsere Leben auch nicht zueinander, ich weiß es nicht. Wenn er mal da ist und wenn er mal nicht arbeiten muss, haben wir eine ziemlich gute Zeit. Dann sind wir uns nicht fremd, sondern harmonisch. Momentan fühlt es sich aber nicht so gut an, er wird mir fremder. Was wahrscheinlich auch damit zusammenhängt, dass wir kein gemeinsames Leben führen. Er ist derzeit 20 Tage im Monat weg und nur 10 Tage bei mir. Okay, ja, ist also so ein, ja, keine Ahnung, weiß nicht, in welchen Job das geht, aber es gibt ja so Jobs, wo das so ist. Und ja, das ist auch nicht leicht, ne? Also erstmal, dann kommt man vielleicht wieder, dann gibt es so hohe Erwartungen, wie läuft jetzt diese gemeinsame Zeit, man ist vielleicht müde von den 20 Tagen, muss aber andererseits in diesen 20 Tagen Freizeit ohne den Partner verbringen, was aber auch wieder Themen aufwerfen kann, aber das ist echt nicht leicht. Dann gibt es viel zu erledigen. Er war auch schon aufmerksam und ich vermisse das so sehr. Habe ich ihm auch schon gesagt und er hat gemeint, ja, das sieht er auch so. Er will versuchen, an sich zu arbeiten. Ja, versuchen oder tun, ne? Das sagt ja Yoda immer, ne, von Star Wars. Tu es oder tu es nicht, aber versuche es nicht, ne? Ich bin aber auch ungeduldig und kann schwer mich halten und es nicht zu fordern. Es ist blöd, weiß ich, aber ich bin schon verzweifelt, weil ich diese Beziehung will und bereit bin, viel zu geben. Ja, was ist das? Ja, also ist es wirklich, dass dir diese Beziehung gut tut? Oder ist es Ego, weil er vielleicht einen super coolen Job hat und gut aussieht, keine Ahnung. Also es passt oder es passt nicht, ne? Diese Kompatibilität interessiert leider nicht, was unser Ego will, was unser inneres Kind will. Ja, das ist halt angewandte Selbstliebe, ne? Dass man da wirklich klar ist, so, ne? Aber wenn du da so langsam so ein bisschen aus dem Ruder läufst, klar, kannst du bei dir gucken, aber kannst dir auch überlegen, tut mir die Beziehung wirklich gut, ne?
Ich spüre, dass hiermit gerade kein Blumentopf zu gewinnen ist. Je mehr ich es will, desto unsicherer werde ich. Also unsicherer mit mir selbst, mit der Beziehung, was will ich? Es ist schwierig und manchmal denke ich mir, es muss doch jetzt mal ruhiger werden, mal in ein besseres Fahrwasser kommen. Aber irgendwie kommt immer was Neues dazu und ich merke, wie mir der Mehrwert fehlt. Ja, das ist ein super gutes Wort, finde ich, weil eine Beziehung muss einen Mehrwert bringen. Also das bringt nichts, wenn du einfach irgendjemand hast oder ab und zu mal Sex hast, aber eigentlich ja, es nicht wirklich einen Mehrwert bringt. Also eine Beziehung muss nicht jeden Tag einen Mehrwert bringen, überhaupt nicht. Aber sie sollte mehr Wert bringen als Single sein, so, ne? Sonst, wo ist der Sinn, ne? So habe ich mir eine Beziehung nicht vorgestellt, so will ich es eigentlich nicht. Wir lieben uns. Ja, gut, also lieben kann man sich ja immer, wir können jeden Menschen lieben, nur kann man mit dem zusammen sein, ne? Ja. Aber das Gemeinsame fehlt mir, denn wenn er weg ist, dann fühlt es sich nicht an, als wären wir verbunden. Ja, das finde ich nicht gut, das ist ein Hinweis, dass die Beziehung nicht sicher ist, ne? Was jetzt keiner Beschuldigung ist an irgendwen, sondern es kann einfach dadurch kommen, dass er sich nicht genug meldet, dass er da unklar ist, dass er, ja, aber, also wenn man schon so eine halbe, das ist ja fast wie eine Art Fernbeziehung, also wenn man schon so eine Fernbeziehung hat, dann sollte es sich sicher anfühlen, ne? Sonst ist es wirklich schwierig, ne? Ich will es mir noch etwas anschauen, aber glücklich bin ich gerade nicht. Aber ich will es wieder sein. Loslassen und es nicht erzwingen, das wäre wahrscheinlich das Beste. Naja, erzwingen kannst du es ja nicht, aber du kannst gucken, ob es passt, ne? Aber dann gibt es einfach diese Situation, wenn ich es brauche, dass er mir sagt, du bist mir wichtig, ich liebe dich, vermisse dich. Naja, mal ganz ehrlich, wer braucht das nicht in einer Beziehung, ne? In diesen Situationen will ich es so sehr, dass es natürlich nicht kommt. Ja, das ist natürlich auch wieder so eine Frage. Gibt es da so ein Bindungsangstthema auf der anderen Seite? Dass gerade wenn du es brauchst, dass es dir da nicht geben will, das ist ja manchmal auch so ein Bindungsängster-Thema, ne? Dass dann so eine Sturheit ist. Da wollte ich auch mal ein Video drüber machen, über diese Sturheit. Das darf dann, nur weil du es willst, darf es überhaupt nicht gegeben werden. Das hat natürlich nichts mit dir zu tun. Das hat vielleicht mit seiner Mami zu tun, die immer irgendwas wollte, keine Ahnung. Aber bringt alles nicht. Also er ist jetzt dein Spiegel, ne? Was spiegelt er dir? An deinen eigenen Themen, dass du vielleicht noch zu sehr fokussiert bist auf Beziehungen, vielleicht sozusagen in der Bedürftigkeit bist. Ja, also auf jeden Fall ist er ein Spiegel für dich, ne? Das kann man auf jeden Fall sagen, weil es einfach immer so ist, ne? Die Beziehung ist nicht schlecht, wenn er ist kein Arsch, aber es könnte besser sein. Wir haben in der kurzen Zeit viel Schwieriges erlebt, viel diskutiert und auch gestritten und immer sehr schöne Zeiten gehabt. Ich frage mich manchmal, ob es sich lohnt, da noch weiterzumachen, weil ich so oft mit mir selbst und meinem Lenken und Kontrollieren wollen und mit den Fragen, wer gibt wie viel in der Beziehung, gebe ich zu viel, der andere zu wenig, konfrontiert werde. Ja, ich empfehle ja immer in diesen Situationen, wenn man das alles kommuniziert hat, sich das dann einfach anzugucken in aller Ruhe und dann, ja, eine fundierte Entscheidung zu treffen und einfach irgendwann mal zu sagen, ja, es ist, er macht es einfach nicht, was ich gerne möchte. Warum auch immer, er macht es nicht, fertig. Ja. Gefühlt habe ich bisher noch keine gesunde Beziehung und je mehr ich mich mit diesem Thema beschäftige, desto unsicherer werde ich, ob ich sie erkennen würde. Naja, auf jeden Fall kann ich dir eins sagen, du fühlst dich sicher in einer gesunden Beziehung. So, klar, musst du immer noch sehen, dass dann auch der Thrill bleibt und so, aber auf jeden Fall, so fühlt sich das nicht an. Ich glaube schon, dass du es erkennen würdest, ehrlich gesagt. Ich hatte in der Zeit, in der Mitte meiner 20er eine Beziehung, die mich richtig durchgerüttelt hat. Einerseits der Startschuss, mich mit den Themen zu beschäftigen, andererseits ein äußerst harter Aufprall in der Realität. Das hat viel mit mir gemacht, unter anderem den Gedanken zerstört, dass ich immer alles richtig mache. Danke ans Universum dafür. Aber die Unsicherheit, ob ich es richtig einschätze, wie geht es mir, ist die Beziehung gut, ist geblieben. Deswegen bin ich auch unsicher. Es ist alles andere als perfekt. Ja, das muss es auch nicht sein, ne? Die Aussicht, dass die Umstände besser werden, ist erstmal nicht in Sicht. Manchmal macht mir das Angst, aber meistens komme ich gut klar damit. Aber was ist, wenn es zwischen uns nicht wieder inniger und besser wird? Was mache ich dann? Ja, also, wie gesagt, fühlst du dich zu abhängig von dieser Beziehung? Weil du kannst immer gehen, du bist ein freier Mensch, ne? Gerade wenn ich viel investiert habe, ist es das wert? Ja, das ist, wie heißt das denn nochmal?
Sunken Cost Fallacy, glaube ich. Das gibt es bei Aktien, ne? Du hast eine Aktie, die hat schon ganz viel verloren und dann denkst du, wenn ich sie jetzt verkaufe, dann kann sie diese Verluste ja nie wieder gut machen. Das führt dann halt oft dazu, ich meine, ich bin jetzt kein Aktienhändler, aber es führt dann oft dazu, dass man immer mehr Verluste hat, weil die Aktie dann immer weiter fällt. Und also in Beziehungen ist es auf jeden Fall so, das ist kein Argument, nur weil du viel investiert hast. Also vielleicht ist das der Spiegel für dich, nicht mehr so viel zu investieren, sondern einfach ruhig und entspannt in eine Beziehung zu gehen, zu gucken, wozu hast du Lust zu machen. Und also im Pluspol, was du wahrscheinlich bist, strengt man sich immer zu viel an, ne? Man strengt sich viel zu viel an, weil diese Grundgedanken da sind, bin ich gut genug, das müsstest du bei dir mal gucken. Aber es sollte, also Anstrengung, das hat schon vielleicht dein Kindheitsthema, dass du dich schon mal bei Mami und Papi anstrengen musstest, aber in einer Beziehung sollte man sich, natürlich sollte man sich investieren in eine Beziehung und Mühe geben, aber nicht unbedingt anstrengen, ne? Das ist, impliziert immer schon, ich mache ganz viel und der andere macht wenig. Also da seid ihr scheinbar in Ungleichgewicht kommen und ich würde, du kannst dich nicht zwingen, aber ich würde aufhören, mehr zu investieren, als sich gut anfühlt, weil es wird nicht besser dadurch, dass du immer mehr investierst. So, ne? Und schreib dir immer wieder das Gleiche, schreib dir deine Standards auf, deine Dealbreaker auf und handle dann auch danach. Ne? Sicherlich muss man nichts überstürzen, aber ja. Manchmal macht mir das Angst, aber meistens komme ich gut klar damit. Aber was ist, achso, hatte ich schon. Du merkst bestimmt, ich bin gerade sehr unsicher, wo es hingehen soll. Schwierig. Danke für dein Feedback und liebe Grüße. Ja, hoffe, habt da ein bisschen Einblick gegeben und ja, hoffe, wir sehen uns mal vor Silvester. Bis bald.